Und es gibt Riesenchaos in der Garage, Reifen, Umzugskartons und unbemannter Inhalt, der trotzdem lebt. Alles wird. Entschuldigung. Wie kriegt man alles wild verteilt. Das Auto muss bei Wind und Wetter draußen stehen, ja, weil es keinen Platz mehr in der Garage gibt. Und vielleicht kommt Ihnen das ja auch bekannt vor. Sicher. Das hier ist Familie Zwickel-Stoffelen. Mama Heike. Tochter Tamara. Und Markus. Man sieht es zwar nicht auf den ersten Blick, aber hinter einer Tür ihres Heims wohnt das Chaos. Oh, was ist das denn? Was sehe ich denn da? Wie kommt das denn da hin? Das verstehe ich jetzt aber überhaupt gar nicht, wie das da hinkommt. Ein klarer Fall für Esther Lübcke. Bei ihr ist Ordnung nicht nur das halbe, sondern das ganze Leben. Denn sie macht bei anderen Leuten klar Schiff. Ordnung statt Chaos. Esther Lübcke ist der Aufräumcoach. Heute ist die 45-jährige Aufräumexpertin in Krefeld gefragt. Sorry, hier gibt's keine Klingel. Na, dann klopf doch mal. Familie Zwickel wartet nämlich schon auf Unterstützung. Noch ist Esther Lübcke auf alles gefasst. Aber das große Chaos, davon ist überhaupt nichts zu sehen. Noch nicht. Jetzt frage ich mich natürlich ernsthaft, wofür bin ich gekommen? Ja, das kann ich Ihnen sagen. Wir haben echt ein ganz großes Problem. Ja. Es gibt einen Ort und der ist ziemlich chaotisch. Okay. Und das ist die Garage. Ja. Na dann, ab im Entenmarsch rüber zur Garage. Ach ja. So sieht sie aus. Ach ja, dann doch. Die liebe Garage. Okay. Die Garage zugemüllt mit jeder Menge Krempel. Umzugskartons, Koffer, Kisten, Gartenzubehör. Chaos auf wenigen Quadratmetern. Dieses Teil, das Auto, sollte eigentlich hier rein. Okay. Aber wir bekommen es nicht rein. Ja, Garage ist so ein bisschen aus den Augen, aus dem Sinn. Im Sommer kommt man schnell auf die Idee, weil man eh das Auto draußen stehen lässt, da mal schnell so Sachen, Gartenmöbel einzulagern. Und schon kommen andere Sachen dazu. Also alles, was man in der Wohnung nicht haben möchte, geht dann gerne entweder auf den Speicher oder in die Garage. Mit Ihrer Hilfe soll sich das jetzt ändern. Mit System. So, dann fangen wir doch direkt da vorne an. Ich sehe 8 Reifen, das heißt 2 Autos. Richtig, ganz okay. Genau. Man hat natürlich die Möglichkeit, in der Werkstatt diese Reifen einlagern zu lassen. Kostet rund 30 Euro pro Reifensatz und Saison. Also ab damit in die Werkstatt. Weiter geht's. Wichtig, an einer Stelle beginnen und dann Stück für Stück rundherum arbeiten. Samt sogenannter Motivationshilfe, dem Müllbeutel. Das ist wohl von meinem Partner hier, ob man das Pflege für ihre Reinigungs- okay. oder Handwäsche empfohlene Kleidung. Aber lassen wir ihm stehen. Ich, soll gleich ja, eine ich weiß treffen. Nicht, das ist also recht alt schon. Das, ich denke, also ich würde es jetzt entsorgen. Ja, wenn Sie das entsorgen, weg. Ich freue mich. Die Mikrowelle, das. Ja, die kann auf jeden Fall weg, weil die ist defekt. Ach so, ja, wunderbar. Das hier wird das Entsorgungssperrmüllhäufchen und es wird nicht allein bleiben. Frau Zwickel, wir sollten jetzt nicht für jedes Teil, was woanders hinkommt, direkt immer loslaufen. Also nicht irgendwie jedes Teil direkt in den Keller oder auf den Speicher oder wie auch immer. Okay. Es wäre schön, wenn wir uns neben der Garage einfach für jedes Thema so ein Häufchen machen. Ja. Und ganz zum Schluss laufen wir einmal los und sortieren zu. Zum Beispiel mit solchen Sachen. Ist auch welche drin? Ach nein! Das sind meine alten Kinderbücher. Mein Gott, das ist ja. Ja, die also haben die in der Garage wirklich gar nichts. Genauso wie diese Schätzchen hier. Wein und Alkohol ist in der Garage gar keine gute Sache. Den Gedanken denn hier wird es sehr, sehr heiß drin im Sommer. Ja. Wenn man Pech hat, ist dann der Wein nach der ersten Richtig. Saison schon um. Also wenn Sie dafür im Keller noch ein Plätzchen hätten, bekommen wir hin. Kleine Kostprobe gefällig, wie heiß es hier drin werden kann? Bitte schön. Die Kerzen am alten Kerzenständer hat's umgehauen. Dann doch lieber die Weinflaschen dahin, wo auch die anderen Getränke lagern. Jedes Ding sollte seinen eigenen Platz haben. Das heißt, wenn ich weitere Dinge aus dieser Serie bekomme, ich sag mal Vasen zum Beispiel, dann sollte ich meine Vasen auch nur an den Platz räumen, wo die anderen Vasen sind. Sonst komme ich nämlich schnell wieder in die Verlegenheit, an 5 verschiedenen Stellen 5 verschiedene Dinge zu suchen und habe eben keinen Überblick und keine Ordnung. Eine Stunde später ist auch Markus zurück. Er soll sein Werkzeug sortieren und bekommt dafür gleich den nächsten guten Tipp.
Ich habe sehr stabile Kunststoffkisten dabei. Mhm. Die sind durchsichtig. Das heißt, man muss nicht drin rumkramen. Man kann von außen direkt sehen, was drin ist. Mhm. Wenn Sie möchten, bringe ich Ihnen welche. Dann können Sie nach Thema sortieren. Ja, gerne. Auf jeden Fall. Prima. Danke. Dann hole ich die kurz. In den nächsten 2 Stunden wird sortiert, weggeschmissen. Mal 3 Besen muss man eigentlich auch nicht haben, oder? Nee. Ein rumstehendes, stabiles Regal wird aufgebaut, um es später gegen das alte, wackelige Holzding auszutauschen. Und dann ist Tochter Tamara gefragt. So, jetzt haben wir hier schon die erste schöne Tasche voll mit tollen Barbie-Sachen. Super, ja. Die würde ich zum Beispiel nicht entsorgen. Ja, Barbie ist sehr gefragt. Reinstellen. Genau, kann man vielleicht im Internet, Auktionshaus, ja, noch ein paar Euros für kriegen für deine Spardose. Genau, richtig. Das wird aber eine dicke Spardose, denn hier liegen unzählige Puppen und anderes Spielzeug, mit denen Tamara längst nicht mehr spielt. Ja, und das werde ich direkt unter die Treppe stellen, weil ich jeden Tag daran vorbeikomme. Ja. Und dann sehe ich das auch und werde immer wieder daran erinnert, dass ich es dann auch wirklich zügig jetzt verkaufe, damit es wegkommt. Ne? Das ist super. Unter der Treppe wegkommt. Nach 4 Stunden Schlussspurt. Vieles ist weggeflogen, andere Dinge sind sortiert und werden jetzt zu ihren Plätzen ins Haus gebracht. Was in der Garage bleibt, Werkzeug, Partybedarf, Autozubehör, ist nach Themen sortiert, in durchsichtige Kisten gewandert. Das ist der absolute Wahnsinn. Also klasse, kann ich nur sagen, vielen Dank. Ach, sehr gerne. Wo sich vorher Kisten und Kartons mit unbekanntem Inhalt türmten, ist jetzt jede Menge Platz. Aus dem wilden Durcheinander ist ein aufgeräumtes Plätzchen geworden. Generell in einer Garage ist wichtig, wenn ich nach Hause komme, nicht einfach die Einkäufe oder meinen Krempel, den ich im Auto habe, in der Garage liegen lasse, sondern lieber mal mit reinnehmen. Das lege ich mir auf den Küchentisch, da beleidigt es mein Auge. Das heißt, da räume ich es viel schneller weg, als wenn ich es in der Garage liegen lasse. Ja, ich kann die Ordnung auf jeden Fall halten, weil die Boxen sind ja nun mal durchsichtig und ich kann direkt sehen, ah, da ist jetzt, sag ich mal, der ganze Kram vom Auto drin und dementsprechend werde ich natürlich sofort die Sachen da wieder reinräumen, wo ich sie rausgenommen habe. Eine aufgeräumte Garage. Und das Beste, nun hat auch das neue Auto endlich ein Dach über dem Kopf.